Nominiert in der Kategorie Nachwuchs- und Jugendarbeit sind das Projekt Jugendeinsatzteam in Großbeeren, Lebensrettung Ahoi, das Jugendeinsatzteam für 10- bis 12-jährige Mitglieder der DLRG im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf an die vielfältigen Aufgaben im Wasserrettungsdienst heran und bildet so zukünftige Lebensretter aus. Neben dem Erlernen von Grundkenntnissen der Ersten Hilfe steht der richtige Umgang mit den speziellen Geräten der Wasserrettung im Mittelpunkt. So lernen die Kinder, Rettungsbretter richtig einzusetzen. Damit ist das Jugendeinsatzteam eine wichtige Säule für die Nachwuchsgewinnung der DLRG. Das belegen die Mitgliederzahlen. Von den 950 DLRG-Lern sind 60% jünger als 27. Das Projekt Laufen statt Saufen in Deißel. Auf die Schläuche, fertig, los. Die Jugendfeuerwehr Deißel wollte ein Zeichen gegen die aktuellen Online-Trinkspiele setzen. Die Bewältigung einer Herausforderung als Grundidee blieb erhalten, bekam aber einen neuen Inhalt. Unter dem Motto Laufen statt Saufen legten die Deißler eine 100 Meter lange Schlauchleitung, stoppten die Zeit und filmten die Aktion. Anschließend forderten sie über soziale Netzwerke andere Jugendfeuerwehren auf, sich dieser Herausforderung zu stellen. Mittlerweile haben sich über 280 Feuerwehren im In- und Ausland mit einem eigenen Video beteiligt und so ein Zeichen für sinnvolle Jugendarbeit gesetzt. Das Projekt Ehrensache, ich mache weiter in Bremen. Führungskräfte von morgen. Es kommt darauf an, das ehrenamtliche Engagement an die Bedürfnisse und Lebenswelten junger Menschen anzupassen. Sie sollen spüren, welchen Wert ihr persönliches Engagement in der Feuerwehr hat. Gleichzeitig sollen sie erleben, dass ihre Meinung zählt. Deshalb haben junge Menschen zwischen 17 und 21 Jahren Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr beraten. Nach ausführlichem Debattieren in Projektgruppen wurden die Ergebnisse zu einem Leitfaden zusammengefasst, der Jugendfeuerwehren und Feuerwehren ab sofort zur Verfügung steht. Ihr Ziel ist es, nicht nur neue Mitglieder zu gewinnen, sondern bewährte und feuerwehrbegeisterte Mitglieder der Jugendorganisationen in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehren zu halten. Das Projekt Schulanfänger und Geburtenaktion in Katlenburg. Brandschutz beginnt bei den Kleinsten. Jedes neugeborene Kind in Katlenburg bekommt Besuch von der Feuerwehr. Genauer gesagt von der Kinderfeuerwehr. Gemeinsam mit ihrem Kinderfeuerwehrwart überreichen sie den frisch gebackenen Eltern nützliche Brandschutztipps, einen Rauchmelder und selbstgestrickte Söckchen für den Nachwuchs. Auch Schulanfänger erwartet eine Überraschung. Jeder Erstklässler bekommt eine Schultüte der Feuerwehrkids geschenkt. Auch sie ist gefüllt mit Brandschutztipps. Diese ungewöhnliche Brandschutzerziehung für Kinder soll sie und ihre Eltern für den Dienst in der Feuerwehr begeistern und über die Sicherheit in den eigenen vier Wänden aufklären. Das Projekt Kämpfe mit uns in Hamburg. Ein Kampf, der vereint. Die Malteser in Hamburg wollen mit der Kampagne Kämpfe mit uns zukünftige Ehrenamtliche begeistern und für die aktiven Identifikation stiften und neuen Stolz wecken. Die klassischen Tugenden Disziplin, Respekt, Selbstlosigkeit, Stärke und Gradlinigkeit stehen im Mittelpunkt der Kampagne, denn für die Malteser sind sie topaktuell. Durch einen ungewöhnlichen Look bekommen diese Werte jedoch ein modernes Gesicht. So soll in Hamburg ein neues Bewusstsein für die Arbeit des Malteser Hilfsdienst entstehen. Und das mit Erfolg. Denn durch die Kampagne konnten die Malteser schon 15 neue Mitglieder begrüßen.